Ja, hallöchen meine Lieben und willkommen zur Bewertung von die Diablo's Revenge, den einem der randomsten Spiele, die ich je gesehen habe. Und danke. Und ich will mal sagen, wir fangen auch gleich mal ohne große Umschweife an. Die Bewertung wird wahrscheinlich eh nicht allzu lange dauern, weil es der Trash ist. Story. Random. Ich glaube, so kann man die Story zusammenfassen. Wir sind irgendwie der Retter der Welt und unser Opa wird geschlachtet von Diablo und dann reisen wir von Ort zu Ort. Aber irgendwie nur halt dieser Typ da, der Kane, wie am Ende heißt, taucht auf. Diablo lässt sich nie mehr blicken. Das ist alles so random, die Quests, und irgendwie storymäßig ist das noch nicht mal besser als Faces of Death. 0 Punkte. Charaktere. Was sind bitte Charaktere, fragt sich das Spiel. Die sind alle gleich, die ich dann alle auf Level 50, was wahrscheinlich durch Test entstanden ist und der hat es einfach nur vergessen, die jetzt zurückzustellen. Keine Ahnung. Ich habe es übrigens auch voll vergessen, die Spielzeit noch. Moment, muss ich mal irgendwas noch machen nebenbei. Also die Charaktere sind auch so random, die kommen einfach mal so mit, weil Baum irgendwie jetzt ist irgendwie ganz komisch. Also die Charaktere sind. Die kommen einfach mal so mit, weil sie nichts anderes zu tun haben anscheinend und deswegen, keine Ahnung von der Planung, ich würde den ganzen auch nur 0 Punkte geben. Grafik, Mapping ist halt wieder unter aller Kanone, ist aber stellenweise nicht ganz so schlimm wie Faces of Death, so stellenweise ist es sogar, naja, nicht okay, sondern sagen wir mal 2 von 10 Punkten höchstens. Technik. Also, davon abgesehen, dass wir diverse Gamebreaker haben, allein schon, dass uns der Typ kein neues Schiff bauen möchte, der Architekt da uns kein neues Schiff bauen möchte, und dass wir dann in der zweiten Welt da stecken bleiben, dass wir erst gar nicht dahin kommen, weil er uns kein Schiff baut. Wie dumm einfach nur. Und dann, ja, keine besonderen, einfach nur die ganze Zeit nur Standekämpfe. Wir haben nichts anderes gemacht als Standekämpfe, ne? Glaube ich. Technik. 2 von 10 Punkten. Noch nicht mal 0 von 10 Punkten, sagen wir so. Atmosphäre. 0 von 10 Punkten. Auch, was soll ich da großartig zu sagen? Ich habe ich nur von A nach B gescheucht worden, dann so randommäßig. Ich habe Sachen früher gemacht, als ich eigentlich hätte machen müssen, weil ich da erst hingelaufen bin. Also, die Welt ist auch total für den Arnus. Außer random, es ist halt ein Erstlingsprojekt, wahrscheinlich ein typisches Erstlingsprojekt. Musik. Tja, ziemlicher Standardkram. Musik, RTP-Musik und auch noch jeden jeglichen Track reingeschmissen. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendwelche anderen Musik als ATP gehört haben, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber musikmäßig ist es noch eine Gnadenpunktzahl von 3 von 15, weil ich ATP mag. Gameplay. Standard. Schlechter Standard. Keine Herausforderung, weil wir sowieso auf Level 50 starten und ich wette, das wäre sowieso alles scheiße gebalanced. Also gameplaymäßig auch nur 0 von 15. Umfang. 2 Stunden, eigentlich geht das Spiel wahrscheinlich noch länger, wenn wir die ganzen Gebiete besucht hätten und uns hingeschiedet hätten, wo wir ja nicht hingekommen wären. Ich meine, wir wären noch nicht mal in die zweite Welt gekommen, weil der Entwickler zu doof war, uns zu den Tom da zu lotsen. Umfangsmäßig für 2 Stunden ist es ziemlich kurz, verdammt kurz. Ich bin aber froh, dass es so kurz ist. Umfangsmäßig muss ich sagen, eher eine 1 von 10. Ja. Damit kommen wir auf eine Gesamtpunktzahl von, Moment, wo ist mein Rechner? Rechner. 0 plus 0 plus 2 plus 0 plus 0 plus 3 plus 0 plus 1. 6. Ach du Scheiße, damit ist es noch schlechter als Faces of Death.
Ach du heilige Kacke. Damit ist es sogar um 2% praktisch schlechter als Races of Death. Damit habe ich jetzt offiziell wirklich das schlechteste RPG-Bäcker-Spiel, was ich jemals als Blade habe. Oder bisher, bis ich halt die Bewertungen, wo ich halt die Bewertungen gemacht habe. Ich habe natürlich doch einige Let's Plays, wo ich keine Bewertungen gemacht habe, weil ich einfach damals noch keine Bewertungen gemacht habe. Tun, bla bla, ich wiederhole mich, ich weiß. Und das war es eigentlich auch schon. Mehr kann ich zu dem Machwerk nicht sagen. Es ist wieder so ein typisches, es zeigt was, wie man Spiele nicht machen sollte. Und ja. Das war's auch schon. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Mal sehen, was ich mir jetzt rausklicke. Ja, auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.